Ja, Leute, da sind wir auch wieder bei Let's Play Together Minecraft mit dem Schweinchen, dem anderen Schweinchen und dem Xardas. Ich dachte, du sagst noch ein Schweinchen. Nein, da hätte ich eigentlich... Ah, Mist, bin ich nicht drauf gekommen. Boah, ich hole es. Holes Ding. So. Du hast ein holes Ding. So, ich soll die Brücke beurteilen. Was ist das denn? Das ist alles so... Alter, jetzt komme ich da nicht durch. So, erstmal von der Seite hier gucken. Oh, die Tintenfische sind immer noch da. So, boah. Also eigentlich... Ich sag ja, ein bisschen fett. Na, eigentlich... Ein bisschen fett für diese kleine Stadt. Ich frag mich gerade, wie wir das auf der anderen Seite machen. Machen wir das dann einfach so, dass wir so drüber laufen und dann sind wir da, ja, ne? Was? Oh, fuck. Na, egal. Warte. Die Frage steht sich schon von alleine. Wie soll man die... Das hier, was du auf der Seite gemacht hast, noch auf der anderen Seite machen, das geht ja gar nicht. Ja, wie auf der anderen Seite. Also ich dachte, dass wir das irgendwie so machen, dass das auf dass das hier, was du hier hingezimmert hast, auf der anderen Seite auch so wird, aber. Was die andere Seite? Ja, da links, aber geht ja gar nicht. Das ist ja einfach nur so da dran geknüpft. An die Stadt so. Hm. Also ich weiß, was ich meine. Ja, also ich finde, das sieht. So schlecht sieht das jetzt auch nicht aus. Das sieht gut aus. Sieht geil aus. Ich überlege gerade nur, ob man da vielleicht irgendwie mal Holz dran machen, passt da glaube ich nicht so ganz. Ne. So, ich finde die ist doch ganz nice geworden. Nee, die sieht geil aus. Von der Form und alles her, mit dem Stützbalken da, die armen Dinger da fast zermalmen. Nur fast. Ich will nicht, dass sie sich quälen. Du bringst jetzt einfach rum. Es war so klar. Ich bereite euch ein kurzes Leben. Ein kurzes Ende. Scheiße. Ein kurzes Leben. Ich mache das jetzt wirklich nur, damit die nicht mehr so leiden. Also ehrlich. Ja. Er hat ja zu viel genommen. Jetzt sind sie wenigstens alle im Himmel zusammen. Mann, wieso sind die da denn nicht rausgekommen? Das ist auch voll doof. Ach Mann. Jetzt bin ich jetzt schmollig die ganze Zeit wegen Tintenfische. Hui! Nein, also. Hier schöne Brücke, lalala, und dann geht's hier in die Schneelandschaft rein. Das ist richtig geil eigentlich, dass das genauso in die Schneelandschaft reinknüpft. Hast du schon mal ein Iglu gebaut? In Minecraft? Ja. Nee. Also in-game ja, in Minecraft nein. Was? In real life. Ich dachte jetzt schon, in welchem Spiel geht das denn noch? Da habe ich jetzt erst überlegt. So ein bisschen Holz habe ich noch gut. Mach ich erstmal das Häuserli da weiter. So gut, dass ich nicht immer der Einzige bin, der sich verspricht. Ja, aber ich mache mir den nicht da so drüber lustig wie du immer. Ja. Der Sand, die Sand, das Sand, der des. Jenes so, das Bambo. Thema, was ich vorschlagen wollte. Ja, genau, habe ich ganz vergessen. Was war dein größter Fehler? Also musst du es jetzt nicht sagen, wenn das zu privat ist oder sowas, bla bla, aber was ist dein größter Fehler, den du im Leben so gemacht hast, wo du dich jetzt dran erinnern kannst? Puh, ich überleg grad mal. Mein größter Fehler. Ah, es ist so sehr persönlich, ne? Also, so wie du es jetzt sagst, nein, es ist nicht. Ich weiß eigentlich gerade gar nicht, ich müsste da tief in mein Gehirn rumkramen. Also die kleinen Tobis, die da jetzt in meinem Gehirn rumlaufen, müssen jetzt erstmal so die ganzen Schubladen aufmachen. Könntest du jetzt da so spontan drauf antworten, ja, oder? Okay. Also das, wo ich mich jetzt dran erinnere, wäre zum Beispiel, weil ich damals zu schüchtern war, bin ich nicht auf eine WM gefahren. Also ich segel ja, bla bla, ne? Also das Sportsegeln, sowas, das die Sportart, nicht das normale Rumgammeln. Und da hatte ich die Chance, zu einer WM zu fahren, hab's aber vergeigt, weil ich einfach zu inkompetent war, zu sagen, ja, ich will da mit hinfahren. Mhm. Weil ich damals halt noch kleiner war und so, und das erste Mal auf dem offenen Meer gewesen wäre und, ja. Okay. Verschissen. Wie alt warst du denn da? Geil gewesen. Boah, wie alt war ich? Warte mal, das war zwar. Warte, ich guck kurz auf den Pokal. Ah, das war 2009. Okay. Das sieht so beschissen aus. Ich guck mir das eben von unten an. Nein! Ich hab ein Loch in die Decke gerissen.
Jetzt hat er wieder meine Brücke gesehen und sagt, sie sieht beschissen aus. Nein. So, ich mach das jetzt eben hier weg. Alter, jetzt kommt hier das Schwerste, ne? Boah, ich überleg gerade die ganze Zeit. Ich muss jetzt hier das an das Meer anknüpfen. So, warte mal. Wie war die Frage jetzt nochmal? Das Schlimmste oder das, was ich... Größter Fehler, was du vergeigt hast. Größter Fehler, was ich vergeigt habe. Beim Fußball vor dem Tor stehen und das Tor nicht treffen. Nein, ich weiß nichts. So, das ist ein bisschen laut, das sieht gerade. Habe ich auch gerade nicht so viel Lust drauf. Das auch nicht. Was ist das denn? Donkey Kong? Okay, was würdest du machen, wenn du... Okay, das geht. Ja, fliegen könntest. Nein. Wenn in einem Raum ein Knopf ist und du, wenn du ihn drückst, 1 Million bekommst, allerdings stirbt dafür irgendjemand. Ganz random. Wo? Ich will gar nicht auf den Knopf drücken. Ne? Nein. Egal, wer stirbt. Ob es einer wäre, den ich hasse oder sonst irgendwas. Hättest du es gemacht? Der Nachteil ist ja, es kann dich auch selber treffen. Ja, aber das wäre jetzt nicht so das Problem für mich. Wie kommst du auf so eine Frage? Ist ja geil. Naja, also ist jetzt nichts Schlimmes. Also, mir wird sowas nicht ja, so. Ja, mein Let's Play gehört. Ach so. Okay. Und der hat dazu gesagt, er würde wahrscheinlich. Also, so, er hat dann darüber geredet, was passieren könnte. Zum Beispiel, du triffst eine Mutter mit einem Kind, kriegt man dann dafür 2 Millionen, weil man ja 2 getötet hat dadurch. Also. Geil! Gut, es könnte jemanden treffen, der sowieso irgendwie schon 2 Sekunden später gestorben wäre oder sowas. Gibt's ja auch. Ja, aber das wäre jetzt so ein bisschen. Ne, das wäre ja. Da würde das Motto No Risk No Fun ein bisschen zu hart klingen. Würde ich jetzt mal meinen. Ne, also ich jetzt nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja sowieso so ein. Du bist ein Geldgeier, in der Hinsicht mit Leben und so. Ganz anders als die meisten anderen, wenn ich so darüber nachdenke und alles. Also deswegen, ich würde nicht drauf drücken, auch bei 10 Millionen nicht. Und auch wenn, ich glaube, ich hätte noch nicht mal drauf gedrückt, wenn man mir gesagt hätte, drück auf den Knopf und es stirbt jetzt einer, der sowieso in 10 Minuten stirbt. Hättest du gedrückt, wenn die dir nur sagen, dass du 1 Million kriegst, aber die sagen dir nicht, dass jemand stirbt? Also stirbt einfach gerade, nur, also einfach, mir wird gesagt, drück auf den Knopf, du kriegst 1 Million. Ja, und du weißt nicht, dass einer dabei stirbt. Ja, dann hätte ich ja gedrückt, ich weiß ja davon nichts. Aber wenn ich dann, wenn danach dann gekommen wäre, ja, wegen dir ist jetzt einer gestorben, wenn du da drauf gedrückt hast, das wäre irgendwie voll kacke da. Selbstmord. Also dann, boah. Dann hätte ich es mein Leben lang bereut. Und ich hätte direkt. Dein Leben wäre dann noch 20 Sekunden lang gewesen, ne? Ja. Nee, also ich hätte dann, denke ich mal, jeden Cent irgendwie gespendet. Nix hätte ich behalten oder so. Also wirklich. Ich hätte so viel. Ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, ganz ehrlich, ey. Aber man hätte es ja nicht gewusst, denn das ist ja auch ein bisschen unfair, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Also so wie bei Saw jetzt. Ungefähr. Da ist das ja. Da ist so jetzt ein komisches Beispiel, aber da ist das ja so ähnlich, kann man sagen. Der will immer mit den Typen Spiele spielen, aber macht's von vornherein unfair, dass sie nicht gewinnen können. So, Also ich kenne den Hintergrund jetzt auch nicht wirklich von denen. Das sind irgendwie immer böse Menschen, die er sich aussucht, keine Ahnung. Ich habe mich noch nie mit dem Film wirklich befasst, weil ich das einfach so affig fand. Naja. Er hat ihn mit seiner Mutter geguckt. Was? German Spare hat ihn mit seiner Mutter geguckt. Bestimmt alle oder so. Ja, haben sich alle reingezogen. Und so, das da oben mache ich jetzt aber noch eben anders. Das gefällt mir nicht. Und ich. Boah, was geht denn jetzt gerade ab? Muss ich schnell was essen. Ja, gleich kotze ich. So sieht das so besser aus? Ich guck mal eben. So, also das Haus ist fertig, ne? Also ist jetzt ganz klein, ist wie so das Pedo-Haus, nur ein bisschen anders. Ja, komm, ich lasse das jetzt so. Auf der anderen Seite mache ich das genauso. So, das sieht jetzt bestimmt gerade ein bisschen zu laut, aber lieber zu laut als zu leise, weil in den letzten Aufnahmen war es ja wirklich so extrem leise, dass das richtig schon leise war. Also ich überlege gerade, ob mir ein spontanes Thema einfällt. Du hattest da noch eins. Hatte ich? Ja. Was war das nochmal? Also einmal wolltest du noch irgendwas mit der... Also ich war... Ach ja, ich wollte auch noch das mit dem Upload-Plan ansprechen, kurz. Du hast ja gefragt wegen ihrer Firma. Ja, Aua, genau. Ob das noch mit vorkommen kann. Nein, kann es nicht. Also aktuell nicht. Da ich ja dann in den Sommerferien, ich meine, die sind auch ein bisschen hin.
Ja, aber da fahre ich ja noch in Urlaub, nur ein paar Wochen. Und da kann ich dann nicht hochladen. Das heißt, ich muss alles im Voraus hochladen. Oh. Und dann muss ich erstmal gucken, ob ich das überhaupt geschissen kriege, weil das ja sowieso immer. Na, und so, die Leitung. Ach so, ja, 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 ja. Wenn ja. ich dann noch ein zweites Projekt, ein größeres habe, was dann so oft kommt. Ja, okay, das wäre jetzt nicht so geil. Ja, okay, das verstehe ich aber auch. Also nach dem Urlaub könnte es dann eventuell öfters kommen. Ja, gut, okay. Alles klar, weiß jetzt also auch Bescheid. Also vielleicht schaffen wir es ja auch, das jetzt einfach so viel aufzunehmen und sowas, dass ich das so ganz schnell hochladen kann. Dann können wir drüber nachdenken, aber jetzt sieht's nein. Ist ja, okay. Nicht. Ja, alles klar. Nee, ist aber auch kein Problem. War nur so eine Frage. So, jetzt habe ich so viel Zeugs hier wieder im Inventar. Alter Schwede. Oh, mein Auge. Shit, mein Auge. Ah, er hat ein Auge, oh mein Gott. So, ey, ohne Scheiß, diese eine Seerose in dieser blöden Grünzeugtruhe geht mir so auf den Keks. So, Zucker, was macht er da? Schmeißt er weg. Nein, ich schmeiß das nicht weg. Ja doch, ich schmeiß das weg. Nein, ich schmeiß das nicht. Okay, ich schmeiß doch weg. So, wir haben so viele Setzlinge, oh mein Shit. Ich hab auch noch ein paar im Inventar. Okay, dann mache ich die schon mal hier ein bisschen Platz. Wir haben nur 8 Birkensetzlinge, Alter. So, ich mache hier gerade erstmal wieder ein bisschen Ordnung. Wird wahrscheinlich die ganze Folge lang dauern. Ich beeil mich. Hast du jemals Sonic gespielt? Ja. The Hedgehog, der allererste Teil. Boah, welchen Teil habe ich gespielt? Ich habe einige gespielt, aber einen Teil habe ich besonders mit einem Kumpel gesuchtet. Da war ich dann jeden Tag und habe dann. Boah, ich weiß auch nicht, welcher Teil mir war. Das ist so lange her. Ich habe The Hedgehog immer gespielt. Das war der allererste und davon höre ich gerade die Melodie und die ist so original. Das ist so geil, ey. Dann denkt man wieder richtig so schön an früher, wie man so beim Papa saß und dann das Ding am Master System gezockt hat. Überlegt euch, das war Master System. Kennst du die Konsole überhaupt? Nee. Das ist so eine alte, ich weiß jetzt nicht, ist jetzt einer der ersten Konsolen von Sega, glaube ich. Also, schön, ja, ich bin ja nicht so alt, deswegen. Hatte ich das auch noch nie. Nee, aber es war richtig geil, ey. Ein Sonic habe ich auch auf PlayStation. Vielleicht war das so ein Sonic Mega Collection und waren so mehrere Sonic-Spiele drauf. Irgendeins habe ich mal. Vielleicht war das auch Sonic Adventure, das kann es gut gewesen sein. Was ich auch viel gesuchtet habe, war, scheiß, wie ist das? Wo sind unsere Steine? Ja, welche? Kabel, normale, Kabel ja, und so. Normal ist da. Okay, dann. Kabel ist da. Dann mach ich hier den Leben rein. Wie hieß das? Er rennt jetzt weg, so, woher war, wo ist das? Ey, man hört sich so nur noch voll leise. Wie hieß das? War das nicht Sonic Mega Collection oder so? Nee, ein anderes. Bestimmt Sonic Adventure, das gab's aber nur auf dem Gamecube, glaube ich. Ah, Game. Ich überlege nur gerade, wie das hieß. So, was habe ich denn jetzt hier noch? Holz war, glaube ich, hier. Ja. Aber nee, komm, ich nehme lieber mal ein bisschen was mit, wenn ich noch was bauen möchte. Das Haus ist jetzt ja, glaube ich, fertig. Hoffentlich fällt dir das gleich ein. Ich kenne diese Zungenbrecher, die sind schrecklich. Manche Zungenbrecher kann man das nicht nennen. Transporter 3 sagen, aber es ist ein Film. Zungenbrecher, wieso habe ich das jetzt Zungenbrecher genannt? Wenn es einmal vor Zungen liegt, man aber nicht drauf kommt. Ja, aber Zungenbrecher ist eigentlich sowas wie. Zehnsam, mein Ziegen ziehen, weiß ich nicht was. Ja. Hä, wo ist Erde? Ja. Ich kriege gar nichts mehr hin. Brautkleid bleibt blau. Ah ja, genau. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Ja! Wo ist die Erde, Truhe? Hilf mir! Die ist, wenn du reinkommst, die zweite von links, neben der Holzkiste. Da ist aber nichts drin. Ja, wir haben auch keine Erde. Ach so. So, hier ist Glas, hier kommt. Ich höre die ganze Zeit einen Schleim. Ja, ich glaube, der wuschelt da drunter rum. Wie sich das an ein bisschen falsch so. So, okay, jetzt ist das Inventar aufgeräumt. Was brutzelst du hier denn? Ach, wieder Steinis. Ja, muss ja. Ich hab einen Block. Ich wette mit dir, weil wir hier die Türen ja noch so aufhaben, das wird irgendwann unser Verhängnis sein, dass irgendwann mal ein Creeper reingestürmt kommt. Ich überlege auch gerade schon die ganze Zeit, was man da mal machen könnte. Ja. Da könnten wir aber auch schon nur. Schon dreimal, dass die das da komplett weggesprengt. Ja. Ich hatte es auch, als ich das umsortiert hatte, wurde es auch ein paar Mal weggesprengt. Kannst du mal bitte zum Lager kommen? Weil da wollte ich dich irgendwas fragen, wie wir das mit dem Dingsfeld jetzt machen. Ob wir das so machen wie bei den Villagern, bei dem Dorf mit der Eichenholzumrandung und dann einfach das da draufsetzen mit dem
Weizen und alles. Wo bist du denn gerade? In der Brücke. Ach so, ja, dann komm mal ran. Ich komm mal schon. Ich setz hier noch ganz kurz eine Fackel, so was. Ah, du wolltest das Feld jetzt machen, oder what? Ja. Also nur schon mal so ein an Dings da. Also hier so irgendwo wollte ich das. Ja, du machst das einfach. Du schaffst das schon. Ich will mir so mein dein Haus angucken. Na, das ist nix. Ey, ich kann nicht sprinten, nochmal verwerfen. So, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich das anfangen soll. Ich will das jetzt nicht ganz, ganz genau so an das Lager ranklatschen. Ich denk mal so. Dann machen wir das komplett einmal hier rüber. Oder? Ich würde noch Treppen innen reinsetzen, andersrum. Wenn das so lässt. Das ein bisschen abgerundet da aussieht. Ja, guck hier rein in das Haus, dann siehst du, was ich meine. Reinrennen. Ich hab doch hier auch Treppen andersrum hingesetzt. Ach so, ja, genau. Wir machen, dann sieht es noch ein bisschen besser aus. Ja, okay. Aber ansonsten ist es doch gar nicht schlecht. Was ja. Aber warte, nicht wegrennen. Och. Nein! So, ich mach das dann jetzt einfach von hier an. Flup. Wir könnten auch einfach hier Zorntore hinsetzen. Ja, okay, stimmt eigentlich. 1, 2, 3, 4. Schaffst du das schon. Ich mach mal ein paar Zorntore, ne? Zorntore, Alter. Okay. Zaun. 1, 2, 3. Was laber ich wieder, ey? Mit einem Zauntor oder mit 3? Mit einem und dann zwei Zäune. Wenn das aussieht. Jetzt habe ich kein Holz mehr. So, ich mache das jetzt einfach nur hier so. Das kann man ja alles später noch ändern. Das ist, wird aber sau holzaufwendig, sage ich dir. Na, nicht, wahrscheinlich nicht mehr als das Lager. Ja, okay, das stimmt. Ich bin jetzt hier immer noch. Ich überlege gerade, so, ob ich da rauf dann Zäune. Hallo. Was denn? Hallo, so. Ach so, du. Ja, Moment. So, das reicht bestimmt noch, bis ich einmal da hinten durch bin. Ja, das reicht noch. Oh shit, der letzte wird natürlich falsch. Musste ja so kommen. So. Ja, also so kommt ja wenigstens kein Creeper rein und so. Das sieht ja gar nicht schlecht aus. So. Okay, alles klar. So. Ich hätte vorher lieber ausmessen sollen, wie das jetzt wird mit dem Feld hier. Soll ich die langgezogen machen oder lieber so breit? Was? Na egal, komm mal. Okay, dann müssen wir auch die Dings umstellen. Die Laterne ist dann hier im Weg. Kacke. Also die Laterne lassen wir dann einfach komplett weg. Hier kommt dann auch nochmal wieder weg. Jatsch. Soll ich da noch Zäune draufsetzen, damit da auch keine Viecher rankommen? Also ja, auf den, sonst okay. Kommen, treten die alles platt. Ja, gut, alles klar. So, dann brauche ich jetzt Stickies. Das mache ich jetzt noch hier ganz schnell. Wir müssen den Part enden. Ah, Mist. Ich wusste es. Schnell. Okay, ja, ich werde bestimmt wieder an die Decke springen, so, ne? Alles klar, dann bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss.